ankommet Bochum og skal besøke Luise, en annen utvekslingsstudent som jeg møtte I Tucuman I Argentina. Og som Valentin så har jeg heller ikke sett henne på 4 år, så det blir spennende å møte henne igjen. Hallo! Det går mitt kamera. Contame, ¿qué tenemos ahora? Wir haben hier eine Currywurst mit Currysoße, Curryketchup, kann man dazu auch sagen, dann mit Pommes, Mayo und ganz viel Salz. Lo vendaste a mí ahora. No sé lo que es, pero voy a comerlo. Ladies and gentlemen, Currywurst. ¿Y cómo es? ¿Tiene Wurst? Parece Curry. Probalo. Ey, du, willst du hier heute wirklich weiter vorsprechen? Ich rate davon ab, denn hier im Studio, da ist ne Mords-Action. Ein gut gemeinter Tipp, bloß nicht einfach drauf losrappen, sonst wird Slang Daddy dich wie mich aufs Klo setzen. Nun steh ich hier draußen, bin fertig für heute. Nicht für dieses Jahrtausend, ich hab doch ehrlich rappende Freunde. Leute so wie Boogie Bubbles oder die Mookie Marbles. Der von Edel, der mein Schädel knetet, ja. So wie Nico Swab. Ich will zum Vorsprechtermin, weil ich schlecht verdien. Man wollte mich zum Chef erziehen, doch ich checkte es nie. Ich hab nix, mein Konto bei der Bank ist leider blank. Mein Kleiderschrank ist leer, hab nicht mal Geld für Scheiner, Mann. Hey, gib mir den Job, ich seh Nick mit dem Kopf. Ich hab keinen Bock auf billigen Pop, also gib mir den Job. Gut. Ich muss ins beste Team, ihr Respekt verdienen. Props kassieren und prollige Wack MCs observieren. Moin moin, ich leg mal los, oder Zeit bekanntlich immer noch Geld ist. Entscheide dich gleich für mich, du weißt deine Frau von deinem Verhältnis. Mit der Sekretärin und von den Affären mit den Sängern deiner Girlgroup. Von nächtlichen Aufnahmesessions und den gemeinsamen Bädern im Whirlpool. Glaub ich eher nicht, deshalb bleib locker und halt mir die Luft an. Heute ist nichts mit Champagner, Partys, Girl ist im bunten Luftschlag. Denn wir beide wissen am besten, der Track ist für mich wie Maske schneidern. Also gib mir den Job und deine Frau fährt nie, woher du keine Zeit hast. Control, sleepwalker, boy. Quality half in rule. No ibi from off the street, could ever be so fine. Master with them control, sleepwalker, boy. Quality half in rule. No ibi geek from off the street, could ever be so fine. Sleepwalker, kann ich dich kurz unter vier Augen sprechen? Draußen sind tausend Deppen, die meinen, sie wollen ja auch mit rappen. Komisch, ne? Ist wohl ne arbeitslose Big Band, aber lass die bloß nicht rein hier. Die klauen bloß dein Equipment. Die Typen kenne ich, die nerven ständig. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, dass diese Kerle derbe gefährlich sind. Und wer nicht spinnt, lass den Verbrecher für einen besser nicht rein. Sonst kriegst du gleich ein Messer ins Bein. Mal ganz ehrlich. Ich war al estadio de Borussia Dortmund. Un equipo muy bueno de Alemania. Lo mejor, ¿no? El mejor, sí. Y vamos a tener una guía por el estadio. Y vamos a pasear a Dortmund. Hallo. Hey yo, ey, moin Sleepy, ich komm grad vom Arbeitsamt. Wurde geschickt von so der Böko Fritzen namens Karl-Heinz Frank. Hab früher auf dem Bau gejobbt und sonntags meine Frau verkloppt. Ey, Mann, gib mir einen Studiojob. Vergiss die anderen MCs, die sind sowieso breit. Ich bin First Take, Fetischist, durch mich sparst du Studiozeit. Du willst Referenzen, die glänzen, dann check mal dies. Hier ist mein Grammy, mein Echo und mein Hip-Hop Meisterbrief. Could ever be so fine. Master with them control, sleepwalker, boy. Quality half a rule. No ibi dibi geek from off the street. Could ever be so fine. Mein Pendel schwingt von rechts nach links. Und jetzt, wenn du in Trance versinkst, dann glaub mir, wir zwei machen Hitze, dass die Welt wieder ein Wunder glaubt. Du stehst in den Sternen, wenn einer Schicksal braucht, kann keiner sich da wehren. Wir wollten das Team reinkarnieren, du weißt, du feilst ein Beats. Und das Scheiß schreibt das ganze Geisterreich in meinen Zeilen. Jetzt schau her, siehst du die Puppe hier, die sieht aus wie du. Und lässt du mich nicht rappen, nimm ich den Nadel, stech dir gern mal zu. Moinsen, schönen guten Tag, Herr Sleepwalker. Steuerkontrolle, wo sind die Betriebsordner? Sag mal, merkst du nicht, dass das an dieser Stelle nicht passt? Tja, das ist die letzte Warnung, sonst geht's schnell in den Knast. Aber ich merk schon, der Beat ist eigentlich relativ laut. Normal, Digga. Und ich hab Rap heimlich im Keller gepaukt. Ach ja? Ich schlug der Gruppe mit der schwedische Gardin. War nicht gerade spaßig mit drei Nazis in der Gruppenzelle. Immer wenn ich rappe, gab's in die Fresse mit ner Gruppenkelle. Jetzt bin ich wieder draußen und überall wo ein Mic ist. Also hoffe ich für dich, dass alles für die Aufnahme bereit ist. Und ich bin der Derbst. Sag mal, Digga, machst du Scherze? Nee, die anderen MCs hier schieb die mal lieber in die Puperze. Warum ich sage, es geht nur ein Eis, also sag nicht nein zu den heißen Styles. Wow, es geht nur ein Eis, also sag nicht nein. Master with them controls,